Folgendes könnte dir einmal den Hals retten, also hör gut zu. 6 Überlebenstipps bei Naturkatastrophen. Hast du dich jemals direkt im Weg eines riesigen Tornados befunden? Bist du schon mal durch ein Lauffeuer bedroht worden? Wenn nicht, weißt du dann, welche Schritte du unternehmen musst, um zu überleben? Niemand will sich in dieser Situation wiederfinden, aber wenn es doch passiert, kann es schwer sein, sich vorzustellen, was man vor Ort tun muss. Zum Glück haben wir einige wichtige Ratschläge für dich. Wie immer, vergiss nicht auf Abonnieren zu klicken und die kleine Glocke zu läuten, um der Sonnenseite des Lebens beizutreten. Los geht's, wir zählen runter von Nummer 6. Vulkanausbruch. Jedes Jahr gibt es weltweit über 50 Vulkanausbrüche. Ein Vulkanausbruch kann ein verstörendes Erlebnis sein. Der Vorteil ist, dass die meisten Vulkane nicht gleich Lava und Asche spucken, sodass man sich darauf vorbereiten kann. Wenn es einen Vulkan in deiner Wohngegend gibt, ist es eine gute Idee, für den Fall eines Ausbruchs eine Brille, eine Maske, eine Taschenlampe und ein batteriebetriebenes Funkgerät zu haben. Wenn ein Vulkan ausbricht, wirst du möglicherweise vom Notfallpersonal aufgefordert, dein Haus zu verlassen oder Schutz zu suchen. Wenn zur Evakuation aufgerufen wurde, zieh ein langärmeliges Hemd, eine lange Hose, eine Maske und eine Brille an, bevor du gehst. Wenn du Kontaktlinsen trägst, solltest du sie zu Hause lassen. Vermeide beim Evakuieren abfallendes Gelände, da dort Lava und Asche fallen. Wenn du zu Hause bleibst, verwende feuchte Handtücher und andere Stoffe, um Lüftungsöffnungen abzudichten und Schornsteine und Schlitze zu blockieren, damit keine Asche ins Haus gelangt. Nummer 5. Hurricane. Hurrikane bringen starke Winde und sinnflutartige Regenfälle, die zu schweren Überschwemmungen führen. Was Hurrikane unter anderem so gefährlich macht, ist die Tatsache, dass die Überschwemmungen über 2 Wochen andauern können. Das National Hurricane Center sagt, dass es sich erst bei einer Windgeschwindigkeit von 119 km/h oder mehr um einen Hurrikan handelt. Alles darunter wird als tropischer Sturm bezeichnet. Diese Windgeschwindigkeit ist stark genug, um eine leichte Person auf den Boden zu schmeißen, so dass man bei einem Hurrikan nun wirklich nicht draußen sein will. Am sichersten ist die Evakuierung. Wenn du in einer geschäftigen Stadt lebst, ist es sehr wahrscheinlich, dass du mit dichtem Verkehr zu kämpfen hast, da Tausende von Menschen ihren Weg aus der Stadt suchen werden. Also verlass die Stadt so schnell wie möglich. Wenn es keine Möglichkeit für dich gibt, die Stadt zu verlassen, solltest du dein Haus in eine Festung verwandeln. Bedeck deine Fenster mit Sperrholz. Kürze alle hohen Bäume, die sich in der Nähe deines Hauses befinden, damit sie nicht auf dein Haus fallen. Bewahr einen Notfallkoffer auf, der Medikamente, Erste-Hilfe-Material, unverderbliche Lebensmittel, abgefülltes Wasser, einen Dosenöffner, eine Taschenlampe und einen Feuerlöscher enthält. Geh in den sichersten Raum in deinem Haus. Im Idealfall wäre dies ein Raum ohne Fenster oder viele Möbel. Wenn dein Handy und dein Fernseher funktionieren, behalt die Nachrichten im Auge. Wenn es zu Hause einen Stromausfall gibt und du kein Handysignal hast, verwende ein batteriebetriebenes Funkgerät, um den Weg des Hurrikans zu verfolgen. Verlass dein Haus nur, wenn die Notfallhelfer dir sagen, dass dies sicher ist. Nummer 4. Überschwemmung. Überschwemmungen sind die häufigsten Naturkatastrophen, daher ist es wichtig, dass jeder, egal wo er lebt, weiß, wie man sich selbst schützt. Einige Überschwemmungen dauern Tage, bis sie entstehen. Andere, die sogenannten Sturzfluten, bilden sich schnell und fast ohne Vorwarnung. Wenn du vorgewarnt wirst, ist es am sichersten, dein Haus zu verlassen. Wenn du in deinem Haus gefangen bist, haben deine Instinkte recht, wenn sie dir sagen, dass du in die Höhe gehen sollst. Wenn das Wasser schnell steigt, geh auf das Dach deines Hauses und ruf um Hilfe. Wenn du kannst, stell sicher, dass der Strom in deinem Haus ausgeschaltet ist, um Stromschläge zu vermeiden. Wenn du dich in einem Auto befindest und die Straße zu überfluten beginnt, denk dran, dass nur 30 cm Wasser die meisten Autos zum Schwimmen bringen kann. Wenn du weiterfährst, könntest du samt Auto weggeschwemmt werden. Verlass also dein Auto und begib dich unbedingt in höher gelegene Gebiete, wenn du kannst. Bleib nicht im Wasser, da es dort Dinge geben kann, die dein Leben in Gefahr bringen, wie zum Beispiel Stromkabel, Verunreinigung oder andere gefährliche Gegenstände, die du nicht sehen kannst. Nummer 3. Blizzard. Ein Blizzard ist ein sehr starker Schneesturm. Leider unterschätzen viele Menschen seine Wucht. Der iranische Blizzard von 1972 und der große Blizzard von 1888 in den USA beweisen, dass Schneestürme Kräfte sind, mit denen man rechnen muss. Und es ist nicht nur die Kälte, auf die man achten muss. Die Sicht verschwindet beinahe völlig. Winde von mindestens 56 km/h und mehrere Tage lang im Haus gefangen sein sind die Regel.
Du willst sicher nicht ohne Essen oder Wasser zu Hause feststecken. Deshalb ist es wichtig, dass du in dem Moment, in dem du eine Schneesturmwarnung hörst, einen kleinen Einkaufsbummel machst. Wenn du dich beim Schneesturm im Freien oder in deinem Auto befindest, ist es wichtig, sofort in einem Gebäude Schutz zu suchen. Das Warten im Auto kann tödlich sein, da einige Schneestürme wochenlang anhalten können. Wenn du zu Hause bist, bleib drin. Schließ die Innentüren, um die Wärme drin zu halten, und deck die Schlitze der Fenster mit Handtüchern oder Lumpen ab. Es ist eine gute Idee, eine Notheizquelle zu haben, falls der Strom ausfällt. Wenn du in deinem Auto festsitzt, stell sicher, dass das Auspuffrohr des Fahrzeugs nicht mit Schnee bedeckt ist, um eine Kohlenmonoxidvergiftung zu vermeiden. Lass das Auto jede Stunde 10 Minuten laufen, um dich aufzuwärmen, bis du gerettet bist. Wenn du in deinem Haus bist und du nach draußen gehen musst, um Schnee zu räumen, kleide dich richtig, um Erfrierung zu vermeiden. Bedeck dich von Kopf bis Fuß. Wenn du diese Tipps befolgst, vermeidest du eine Unterkühlung und stehst den Schneesturm durch. Nummer 2. Lauffeuer. Die vielen Waldbrände, die in Kalifornien stattgefunden haben, sind ein Hinweis darauf, dass man auf solche Extremfälle in der Umgebung vorbereitet sein muss. Wenn du weit weg vom Feuer bist und genügend Zeit zum Schutz suchen hast, solltest du das unbedingt tun. Versuch nicht zu Hause zu bleiben, um dein Haus zu schützen. Wenn du in einem Wald unterwegs bist und das Lauffeuer um dich herum ist, kann dich der Wind leiten. Wenn der Wind und das Feuer auf dich zukommen, ist es an der Zeit, dich in eine Richtung vertikal zum Feuer zu bewegen. Denn das Feuer wird als nächstes in deine Richtung geleitet. Wenn der Wind auf das Feuer zusteuert, lauf in Richtung Wind. Bedeck deinen Mund und deine Nase mit deinem Hemd. Wenn möglich, geh in einen tiefer gelegenen Bereich. Waldbrände wandern aufgrund von Aufwinden schneller bergauf, sodass du in den tieferen Lagen sicherer bist. Wenn du kannst, beweg dich in einen bereits abgebrannten Bereich, da es weniger wahrscheinlich ist, dass das Feuer dort wieder aufflammt. Nummer 1. Tornado. Tornados nehmen jedes Jahr vielen Menschen das Leben, aber die Statistiken wären niedriger, wenn die Menschen wüssten, wie man sich rettet. Für Menschen, die in Gebieten mit erhöhter Tornadogefahr leben, ist es am besten, frühzeitig zu planen. Wenn du dazugehörst, stell sicher, dass es einen Raum oder eine Unterkunft in der Nähe deines Hauses gibt, den du in diesem Fall benutzen kannst. Übe mindestens einmal im Jahr mit deiner Familie die Flucht in den Schutzraum. Wenn du zu Hause bist und es eine Tornadowarnung gibt, geh in deinen Schutzraum. Das kann ein Keller, ein Schrank im Erdgeschoss, ein Badezimmer oder ein Abstellraum sein. Der Schlüssel zum Erfolg oder besser gesagt zum Überleben ist, dich unbedingt von Fenstern fernzuhalten und deinen Kopf vor Trümmern zu schützen. Wenn du Auto fährst, während ein Tornado zuschlägt, könntest du versuchen, ihm auszuweichen, indem du in einem Winkel von 90 Grad wegfährst und in irgendeinem Gebäude, das sich auf dem Weg befindet, Schutz suchst. Fahr nicht zu lange rum, falls der Tornado unregelmäßig bewegt und auf dich zukommt. Wenn sich die Situation zuspitzt und sich dein Fahrzeug auf dem Weg des Tornados befindet und du eigentlich nicht mehr entkommen kannst, ist es das Beste, das Auto zu verlassen. Renn zu irgendeinem Graben oder einer Rohrleitung. Such bloß keinen Schutz unter Brücken, da sie nicht vor fliegenden Trümmern schützen. Leg dich so tief wie möglich auf den Boden, während du darauf wartest, dass er vorbeizieht. Laut Überlebensexperte Tim McWelch vom Outdoor Life Magazine muss eine Person während einer Naturkatastrophe unbedingt die Ruhe bewahren. Einige Ängste sind natürlich, aber wenn du ruhig bleibst, kannst du logisch denken und falsche Schritte vermeiden. Denk an unsere Tipps und bleib sicher da draußen. So, ihr Sonnenseiter, wie sieht's bei euch aus? Gibt's da, wo ihr wohnt, viele Naturkatastrophen? Sag's uns unten in den Comments. Vergiss nicht, dem Video ein Like zu geben, wenn's dir gefallen hat, und klick auf Abonnieren, denn so kommst du mit uns auf die Sonnenseite des Lebens. Wir sehen uns da.